An einem schönen Sommertag muss das Mädchen Lena in den Kindergarten. Die Mutter zieht ihr leuchtende Kleider an und den Kindergartenbändel darf sie auch nicht zu Hause vergessen. So ging sie aus dem Haus. Schon nach kurzer Zeit muss sie den großen Fluss überqueren. Stopp! Hier muss man aufpassen, dass das liebe Mädchen nicht in den Fluss geht. Nach 3 Minuten gelangt sie an die Baustelle. Stopp! Hier darf nicht geblödelt werden, denn hier kann Lena etwas Gefährliches zustoßen. Jetzt kommt Lena an die Hauptstraße. Hier fahren Autos, TÜVs und sogar LKWs vorbei. Stopp! Die Straße wird nur beim Fußgängerstreifen überquert. Wenige Meter vor dem Schulhaus kommt Lena auf den Veloweg. Stopp! Der Veloweg gehört nicht den Kindern. Wenn ein Velo kommt, muss sie sofort Platz machen. Wie es halt so ist, gibt es auch Kindesentführer. Diese verstecken sich manchmal in der Nähe einer Schule oder bei einem Kindergarten. Doch Lena trifft keinen Kindesentführer an. Stopp! Wichtig! Lena darf nie bei fremden Personen in das Auto steigen. Auch Essen darf sie von solchen Personen nicht annehmen. Das Wichtigste ist, dass die kleine Lena diesen Personen nichts glaubt. Wenn Lena alles gut einhaltet und macht, kommt sie noch heil im Kindergarten an.